Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Paket für dich. Naja, eigentlich sollte es ein Trash-Paket-Video werden, weil die liebe Alexandra und ich haben ein Trash-Paket gemacht. Als ich mein Paket losgeschickt habe, hat sie mir aber geschrieben, ha, ich habe dir noch ein bisschen mehr reingepackt, weil du ja Geburtstag hattest. Alex, so nicht. Ich verlinke euch gerne mal unten den Instagram-Kanal von ihr in der Infobox. Und ja, wenn du Bock drauf hast, zu wissen, was sich in diesem Paket, was hier vor mir steht, befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mit der lieben Alexandra hatte ich ja auch schon mal ein Tauschpaket gemacht. Das ist eine ganz, ganz liebe, süße Maus. Und ja, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns lieb und deswegen schicken wir uns gerne mal gegenseitig Sachen zu. Und sie hat einfach alles eingepackt in Küchenrolle, damit ich auch bloß nicht weiß, was ich hier rausnehme. Dann schauen wir mal, was sich in dieser Überraschungskiste so versteckt. Wir haben so ein offenes Tauschpaket gemacht. Das heißt, wir haben uns gegenseitig die Fotos zugeschickt von den Produkten, die wir als Trash da haben und das dann entsprechend getauscht. Also sie hatte sich da auch an dem Video von mir orientiert, von meiner Aussortiertkiste und sich da einige Produkte ausgesucht und ich hatte ihr dann halt Fotos geschickt. Wenn ihr sehen wollt, was ich ihr geschickt habe, dann schaut gerne auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Dort wird sie auch wahrscheinlich ein Foto posten oder die Story oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich zeige euch mal als erstes, was ich mir bei ihr ausgesucht habe. Und zwar als erstes so eine Contouring-Palette von Uma Cosmetics. Das ist diese hier. Bei manchen Produkten, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die selber verwenden werde oder ob ich die halt wieder in die Aussortiertkiste packe, sodass dann halt meine Freunde und meine Familie sich das anschauen können. Genau, das hier sind alles 4 Cremefarben. Ja, und das ist ein Blush, ein Bronzer und ich glaube 2 Highlighter müssten das sein. Und für die Palette habe ich mir gedacht, dass ich die auf jeden Fall bei mir nochmal in die Aussortiertkiste packe, damit meine Freundinnen sich die mal anschauen können. So, als nächstes habe ich mir eine Fearless Brows Palette ausgesucht. Das ist eine Augenbrauenpalette. Und das ist von der Marke Profusion. Keine Ahnung, kenne ich so nicht. Da hast du ein Augenbrauen-Gel drin und 4 verschiedene Augenbrauenfarben, je nachdem, was für ein Farbton man so ist. Und ja, das fand ich ganz cool. Das werde ich auch mit bei mir in die Aussortiertkiste packen, weil ich persönlich nicht so wirklich Augenbrauenpuder verwende. Ja, aber das ist dann für meine Freundin. Dann habe ich mir noch ausgesucht von Love Even Alexia Serum Foundation und das ist in der Farbe Pure Nudity 050. Das ist so eine Drop Foundation und die ist eigentlich echt cool. Ich weiß nur nicht, ob das meine Farbe ist, das gucke ich mal. Na, sieht etwas dunkel aus. Ich habe eine davon und die mag ich echt gerne. Die ist halt schön flüssig, aber ja, für mich wird die ein bisschen sehr dunkel sein, aber ich habe Freundinnen, die einfach auch etwas dunklere Gesichtshaut haben. Deswegen wird die halt auch an meine Freundinnen gehen. Dafür nutze ich das immer ganz gerne, ne? Dass man dann, wenn meine Freundinnen die aussortierte Kiste ausgiebig durchstöbert haben, dass ich dann halt Trash-Pakete mache und dann halt wieder was Neues reinpacke. Und das ist cool. Die freuen sich auch. Gestern hatten wir Mädelsabend. Die haben sich gefreut. So, dann schauen wir mal weiter. Das Puder bleibt bei mir. Manakada Step 3. Das ist original verpackt und das ist großartig. Ich bin gerade dabei, meins leer zu machen. Es dauert nicht mehr lange. Ich denke, so in 2, 3 Anwendungen wird es leer sein. Ja, und dann habe ich wieder ein Backup und das ist so, so geil. Das war mal in der Glossybox mit drin. Und ja, ich fand es so cool, dass sie das noch hatte. Ne? Vor allem auch original verpackt und alles. Ultra, weil du kannst das so normal auf dem deutschen Markt nicht kaufen. Ich habe mich ultra gefreut. So. Wie sehr man sich über ein Puder freuen kann, oder? Freak. Dann habe ich in der Lidschattenpalette, die wird auch... Nee, Quatsch, das ist ein Brow-Puder auch wieder. Okay, ja, auch das wird in die Aussortiertkiste wandern. Ich dachte, das wäre eine Lidschattenpalette. Aber gut, das sind 4 verschiedene Farben von Boulevard. Das finde ich ganz praktisch. Da hast du auch so einen Highlighter-Ton und das hast du doch kaum verwendet. Das hast du gar nicht verwendet. Wahnsinn. Jo. Da werden sich meine Mädels drüber freuen. Auch so ein Highlighter-Ton mit dabei. Kannst du super machen. Ich hatte letztens auch meiner Stiefschwiegermutter in Spee eins gegeben. Da war die voll begeistert von. Die fand das in der Anwendung so schön. Das ist so soft und ne, gerade für Anfänger finde ich Augenbrauenpuder richtig geil. Ich bin jetzt ja bei Augenbrauenstiften. Die gefallen mir jetzt zurzeit mit am besten. Und irgendwann werde ich rübergehen zu Augenbrauengel. Mal gucken. Ja, aber das finde ich eine tolle Sache für meine Mädels. Auch die wird bei mir bleiben. Das ist die Mask Lunaire. Die war mal in der My Little Box. Und das ist so eine richtig geile... Guckt euch die an. So eine
Galaxy-Schleim-Maske. Die riecht total witzig. Da freue ich mich drauf, die zu verwenden. Oh, das war in so einer Special Edition oder einer Edition, wie auch immer, von der My Little Box drin. Das hatte ich auch in einem Unboxing von irgendwem gesehen. Und mir auch gedacht, boah, geil, so eine Maske, ne? Wenn die so richtig pumpig, blatschig, geil ist und dann aufs Gesicht. Oh. Und die soll halt reinigen. To the moon and back. Diese extragalaktische Pflegemaske verwöhnt deine Haut mit der magischen Kraft von Mondstein. Mega geil. Kaoid und schwarzem Kümmelöl. Nach 10 bis 15 Minuten lässt sie sich sanft als Reinigungsmilch entfernen. Ja. Ne? Das wollte ich auch meinen Mädels geben, denn ich habe meins ja letztens auch aufgebraucht. Das fand ich super toll. Also richtig geil, das Puder. Aber ich habe noch so einige andere da, die ich noch benutzen werde. Vor allem auch das Manaka da. Und das geht an meine Mädels. Und ja, das ist das ganz normale All About Matte transparente Fixing Compact Powder. Ja, beim Transport hat es ein bisschen gelitten, da ist ein bisschen was abgebrochen, aber ansonsten ist es quasi unbenutzt. Das Produkt wollte ich für mich mal ausprobieren. Ich gucke mal, ob der Farbton passt. Das ist von L'Oreal die Glam Beige Cushion Foundation, Healthy Glow Foundation. Und ja, das ist in der Farbe 30 Medium Light. Ein süßen Spiegelchen dabei und ein Puffelschwämmchen dabei. So, und da ist die Foundation drin und das gucke ich mir doch erstmal an. Könnte gut was werden, ne? Einen leichten Gelbstich, aber so jetzt am Hals passt sie sich gerade sehr, sehr gut an. Also das kann ich mir gut vorstellen, das mit einem Pinsel aufgetragen. Und ja, weil das Schwämmchen hier ist ja benutzt, ne? Das kommt jetzt auch direkt weg. Aber das mit einem Pinsel aufgetragen könnte auf jeden Fall meine Farbe werden. Richtig geil. Also da habe ich mich mega, mega drüber gefreut, dass es auch mit drin war, weil es auch so hübsch ist, ne? Und ich habe noch nie eine Cushion Foundation probiert. Die von Nivea fand ich zu teuer und die habe ich noch nie gesehen und dann probieren wir die mal aus. So, dann hat sie mir auch vier von diesen Essence Soft Touch Mousse Foundations mit reingelegt. Also die hatte ich mir auch ausgesucht, weil ich mir nicht sicher war, welche Farbe. Und dann habe ich es einfach getrashed und habe mir gedacht, okay, dann kann ich mir das so aussuchen. Ich nehme jetzt erstmal die hellste und schaue mir die an. Das ist Matte Ivory 04. Ich habe sowas auch noch nie gehabt, das wollte ich. Das sieht so ein bisschen aus wie der Catrice One Minute Face Perfector. Ja, auch auf der Haut. Es fühlt sich genauso an. Ach, Wahnsinn. Wie schön. Mega. Ich gucke jetzt mal eine Farbnuance dunkler. Das wäre dann hier die 02 Matt Beige. Beige ist wahrscheinlich ein bisschen dunkel, ne? Ja, sieht schon ein bisschen dunkel aus. Ne, die Farbe wird weiter wandern. Und die andere ist noch dunkler, ne? Das ist, wäre dann halt die 03 Matt Honey. Das heißt, die 02 Matt Beige habe ich ja zweimal. Die wird an meine Freundin gehen. Und die 03 Matt Honey auch. Und die 02 Matt Ivory, 04 Matt Ivory, Hilfe, wird in meine Schminksammlung mitwandern und wird demnächst auch mal getestet. Ja. Dann habe ich mir auch noch zwei Nagellacke ausgesucht. Das ist einmal der neue Ford Fiesta, keine Ahnung. Nagellack in Ruby Red. Das ist so ein Rot mit einem Goldschimmer mit drin. Und dann habe ich mir noch ausgesucht von Yves Rocher Le Vernis Cerise Noir. So ein dunkles Kirschrot. Ganz, ganz dunkles Kirschrot. Dann hatte ich mir noch zwei Mascaras ausgesucht. Einmal von Essence die Sculpted Volume Mascara. Die hat so ein geschwungenes Bürstchen. Riecht auch noch ganz gut. Die wollte ich mal austesten. Und dann habe ich für meine Mädels mitgenommen, weil die gut ist. Die ist super gut, Leute. Die kann ich euch echt empfehlen. Von Essence Volume Stylist 18 Hours Curl and Hold Mascara. Also bei mir funktioniert die perfekt. Das ist jetzt hier ja die aus der Limited Edition. Die gibt es aber auch im Standardsortiment von Essence. Und ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen. Die ist super, super gut. Und die hält gut. Da musst du halt mit einem fetten Make-up-Entferner oder Augen-Make-up-Entferner oder mit einem Öl halt drüber gehen, um die runterzukriegen. Aber ich finde die super toll. Also die ist auch für den Alltag bei mir richtig gut geeignet. Auch die hat so ein geschwungenes Bürstchen und unterschiedlich lange Borsten auch an diesem Bürstchen dran. Also da kannst du super präzise mit arbeiten. Das finde ich echt geil. Natürlich habe ich den bei ihr ausgewählt. Das ist der 24 Hours Brow Setter von Benefit. Der ist super. Meiner geht so langsam zur Neige und ich habe meinen jetzt auch gerade drauf. Also die Augenbrauen halten, das Augenbrauenprodukt hält. Alles hält an Ort und Stelle und du kannst da auch wirklich drüber batschen, ohne irgendwie was auf der Hand zu haben. Auf jeden Fall ist das ein richtig cooles Teil. Dann habe ich mir noch ausgesucht von Catrice Shake Before Use, okay, Galactic Highlighter Drops. Das fand ich einfach witzig. Ich mag zwar nicht so gerne Flüssig-Highlighter, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich das ja in die Foundation mischen oder so. Also ich habe hier im Prinzip Foundation drauf, die jetzt voll nachgedunkelt ist übrigens.
Ich glaube, das Produkt ist gekippt. Es sind so Klumpen da drin. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen skeptisch, ob das Produkt noch gut ist. Aber ich habe jetzt mal eine ordentliche Menge hier drauf. Wenn ich jetzt in der Theorie nur so ein bisschen... Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich gebe mir das trotzdem mal hier so als Highlight auf mein Gesicht. Ich habe zwar einen Highlighter drauf, aber was soll's. Puh, der muss auf jeden Fall unter der Foundation verwendet werden, denn so ist es wirklich galaktisch, Leute. Wow. Und das nenne ich mal ein Glow. Ei. Ja, der kann was. Wow. Das ist echt krass. Space Shuttle ist die Farbe. Ja, ich fühle mich auch echt so ein bisschen hypergalaktisch gerade. Dann habe ich mir noch von Essence drei Paletten ausgesucht. Einmal Essence Blushed Eyeshadow Palette, das ist diese hier. Ich hatte diese kleinen Paletten gar nicht da und wollte mir die eigentlich im Sale auch zulegen, aber die waren irgendwie weg. Dann die Million Nudes Palette und die Essence Make Your Own Magic Palette. Die wollte ich alle mal testen und dann einfach mal gucken, ob ich die behalten möchte oder ob ich sie an meine Freundin geben werde. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Noch mehr Glowy-Produkte hat Claudi sich ausgesucht. Essence Glow. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Vorstufe von der Hey Cheeks Palette, oder? Das erinnert mich nämlich sehr daran. Und ja, da haben wir dann die verschiedenen Töne. Da haben wir zwei Highlighter, einen schimmernden Blush und einen schimmernden Bronzer. Und das können wir auch mal swatchen. Oh, aber die fühlen sich schön an. Like It's Girls Night steht da übrigens drauf. Swatchen wir das mal. Highlighter ist schon derbe. Ein grünlicher Highlighter, den ich wohl eher nicht testen werde, benutzen werde. Ein schöner, schimmernder Bronzer, den man auch schön als Topper nehmen kann. Und einen echt schön peachigen Blush. Also gefällt mir mega. Auch das wird demnächst mal getestet. Eine weitere Lidschattenpalette, die ich aber für meine Mädels mitgenommen habe, von Pixie bei Petra. Die hatte ich selber mal da, so in der Art. Ich würde sagen, ja, Opal Glow, das ist so ziemlich die, die ich auch schon mal da hatte. Aber sie ist für mich einfach zu dezent. Ich mag es halt lieber, wenn da ein bisschen mehr hintersteckt, ne? Und ja, das ist eine schöne Alltagspalette, die gebe ich meinen Mädels und da werden die sich drüber freuen. Das sind schöne Töne. Eine weitere Mascara hatte ich mir ausgesucht, die habe ich auch noch nicht ausprobiert und wollte sie ausprobieren. The Colossal Volume Express Mascara für Cat Eyes. Achso, so sieht die aus. Fand ich auch super interessant. Ich teste ja alles, was Mascara heißt. Ich sag euch das. Und die sieht auch total unbenutzt und neu aus. Ja, riecht nach nichts, ne? Also sehr, sehr dezent halt. Hat so ein fettes Bürstchen. Und mega. Die wird auf jeden Fall getestet. Ja. Dann habe ich mir noch zwei Lippenprodukte ausgesucht. Einmal von L'Oreal, die Nummer 214. Color Rich 214 Violet Saturn. Das ist dieser Lippenstift. Von der lieben Lea habe ich ja einige schöne Lippenstifte zugeschickt bekommen und die hat mich echt auf den L'Oreal Lippenstift-Trip gebracht. Also es sind so tolle Produkte. Und ja, den swatche ich mal hier. Riecht sehr, sehr gut, sehr angenehm und der sieht toll aus, ne? Der ist schön, der gefällt mir toll. Der gefällt mir richtig gut. Das ist ein toller Alltagston, den man so super tragen kann. Der gefällt mir echt gut. Ja, wird auf jeden Fall in meine Sammlung eingefügt werden. Und dann habe ich mir von Catrice Ombre Two-Tone ausgesucht. Das ist, so sieht die Verpackung aus, ist viereckig und das ist zweifarbig. Rouge Aleros Two-Color, welche Farben sind das denn? 060 Bloody Vampire Kiss, so heißt das. Krass. Ja. Das ist nämlich so ein, im Prinzip ein 2-in-1-Produkt. Das kennt man auch von dem Benefit. Den habe ich auch hier tatsächlich auf meinem Schminktisch stehen von dem hier, ne? Double the Lip. Und der wird so häufig von mir verwendet. Und da habe ich echt Angst, dass der irgendwann mal leer geht, weil der so schön ist, ne? Der ist auch so 2-in-1. Hat oben halt die dunkle Farbe und unten drunter die hellere Farbe. Und der ist ein bisschen knalliger. Etwas. Den swatchen wir hier. Wir machen hier 5 Milliarden Verrenkungen, Leute. Hä? So. So ist, glaube ich, ein besserer Swatch, ne? Dann sieht man, dass oben quasi das etwas dunkler ist und unten ein bisschen heller. Aber auch nicht so sehr. Gucken wir mal. Der riecht sehr schön süß. Der gefällt mir. Den werde ich auch auf jeden Fall mal testen. Ich muss echt hier aufpassen, dass ich nicht mit meinem Swatcharm hier irgendwo dran komme, weil sonst muss ich wieder putzen. So, und jetzt kommen wir zu den Produkten, die sie mir so mit beigelegt hat.
was eigentlich nicht vereinbart war. Aber gut. Reach for the Stars, ein Glam-Kit, False Lashes. Also das wird auch in meiner Mädelskiste wandern. Das sind super Wimpern eben für Karneval, ne? Dann hat sie mir von L'Oreal Magic Money Retouch and Go mit reingelegt. Ja, ich habe ja Gelnägel, das heißt, an den Fingern werde ich es eh nicht verwenden. Und bevor ich ein Korrekturgedöns an den Füßen benutze, lackiere ich sie mir lieber neu. Also das ist einfach so ein Korrekturstiftchen. Das sieht eigentlich ganz witzig aus. Riecht auch einfach nach Nagellackentferner, würde ich sagen. Und ja, kann ich euch jetzt echt schlecht swatchen, Leute. Wenn man lackierte Nägel hat und dann irgendwie so eine Ecke abgebrochen ist oder so und dann halt wirklich genau diese Farbe hat, dann kannst du es einfach nehmen, drüber machen, fertig. Und muss halt nicht den ganzen Nagel neu machen. Aber für mich ist es leider nichts. Von P2, Colorstop, schützt vor Lackierfehlern. Okay, das ist auch nichts für mich. Das macht man sich quasi auf das Nagelbett und kann sich dann entsprechend die Nägel lackieren. Ja, bei Fußnägeln brauche ich das nicht machen. Und meine Fingernägel macht ja meine Nagelfee für mich. Das ist so ein kleines Bürstchen. Und das kannst du dir dann wirklich hier auf dem Nagelbett so auftragen und das trocknet an. Dann kannst du dir die Nägel lackieren, dann kannst du es abmachen und hast dann angeblich halt keine übergemalten Viecher. Aber ich brauche sowas halt nicht, deswegen geht es auch an meine Mädels. Von Douglas, ein Eye Pencil. Den hat sie mir auch mit reingelegt. Das ist so ein ganz kleiner, den hast du wahrscheinlich auch aus dem Adventskalender. Das ist ein Kajal, den kannst du auch als Eyeliner verwenden. Ich benutze nicht wirklich Kajal. Ich habe ein paar da, aber die werden ewig halten. Das heißt, das kriegen auch meine Mädels. So, noch ein Kajal von IQ Cosmetics hat sie mir auch mit reingelegt. Auch der wird weiter wandern. Was ist das? Ach, das ist hier oben so ein Vieh. Damit kannst du es dann quasi auswischen, um smoky zu machen. Okay. Oh, und das ist ein weißer Stift. Nee. Der sieht auch nicht so gut mehr aus. Der kommt weg. Das tut mir leid, aber der sieht nicht so gut aus. Der kommt weg. Dann hast du mir von Douglas etwas mit reingelegt. Einen Lippenkonturstift in der Farbe 2 Bois de Rose. So sieht der aus. Den swatch ich doch mal. Und der hat aber eine schöne Farbe. Ich weiß nicht, ob der jetzt zu hart ist oder ob das so funktioniert, aber den Swatch finde ich jetzt so eigentlich ganz schön. Den kannst du jetzt zum Beispiel auch mit diesem Lippenstift sehr gut kombinieren. Der gefällt mir. Den behalte ich. So, von P2. Perfect Color. Ein Lip Liner in der Farbe 034. Medicine Woman. Medicine. Medizinfrau. Okay. Swatch den mal. Ja, der ist so nudig. Also ich mag die Farbe gar nicht. Das heißt, ich werde die für mich nicht behalten. Und ja, ich spitze den mal an und dann geht das auf jeden Fall zu meinen Mädels. Von Neo Bio. Ein Kajal. Absolut Black. Ist hier auch noch mit drin. Der geht auch weiter, aber ich benutze sowas ja nicht wirklich, also von daher geht der weiter. Stereoscopic Pudeia, weiß ich nicht, ein Lip Liner. Das ist der hier. Oha. Das ist der Swatch. Der ist krass. Also der malt schön, ne? Der fühlt sich sehr soft an. Also ich habe den einen oder anderen etwas pinkstichigen Lippenstift, da gucke ich mal, ob das so passt, weil das ist wirklich ein sehr, 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 sehr hellbeeriger Ton. Und als letztes von Essence ein Eyeliner-Pen, extra long-lasting. Das ist super, das gefällt mir und so sieht er aus. Schauen wir mal, welche Farbe das ist. Das scheint schwarz zu sein. Naja, aber der malt auch ganz schön. Doch, den werde ich verwenden. Der hat so eine Filzspitze hier vorne dran. Und das ist dieser Swatch. Ja, der wird auf jeden Fall verwendet. So. Ja, liebe Alexandra, das waren echt coole Produkte. Auch die Goodies, die du mir mit reingepackt hast, finde ich interessant. Ich werde aber, wie du ja mitbekommen hast, nicht alles behalten. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass dir auch meine Produkte gefallen, die ich dir geschickt habe. Aber die hast du ja auch ausgesucht. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!